Hallo und herzlich willkommen zu Projekt Ozone 2 Reloaded im Titanmodus mit Quizzle. Hallo. Ja, ich verstecke mich hier so in der Witterbox, weil ich gerne mal einen Wizard per Hand killen möchte. Versuche es mal zumindest. Wird schon klappen. Ich habe ein Ziel, dann zu wenig. Den Sand. Ja, ich schon aus der Spornreichweite. Kaum, dass ich hier mich irgendwie bewege. Spawnt hier alles Mögliche, weil hier alles grottendunkel ist. Man sieht also wahrscheinlich bei mir eher weniger. Eins, zwei. Slaps. Ja, Slaps mit P, genau. Mal gucken, ob er, wie doll die Damage ist, wenn ich daneben stehe. Ob ich gleich tot bin? Nö. Hi, Wizard. Ja, noch sollte man das ja... Es könnte nur sein, dass draußen jetzt Gas zum... Was hat er für eine Sonderfähigkeit genutzt? Was learn more about you? Ja, das heißt ja, er hat von dir gelernt. Hm. Aber welche Sonderfähigkeit hat er benutzt? Das habe ich nicht, natürlich nicht gesehen, gerade so schnell. Okay. So, dann baue ich das wieder hier zu. Und guck mal im Questbuch. Aber auch komplett, ja. So, die vier... Upsala. Ja, man sollte Tesseracts nur mit leerer Hand anklicken. Da war was, ne? Ja, da war was. Das habe ich auch, glaube ich, schon 3-4 Mal gehört. Und vor allem, wenn man dann automatisch abstürzt und ins schwarze Loch fällt, um damit dann weggeportet zu werden. Böse Falle. So. Thermo... Der spawnt. Gehen sie jetzt alle? Ja, jetzt müsste man langsam schon gut was sehen, was hier so passiert. Das sieht auf jeden Fall schon gut aus. Gut, es ist nicht 100% effizient. Da fallen immer so ein paar daneben oder beziehungsweise spawnen auf dem Rand. Jetzt vielleicht einen größer bauen müssen. Ganz ehrlich, völlig wurscht. Das erledigt sich von selbst durch. Und einen haben wir ja noch. Den bauen wir, glaube ich, auch noch. Zwei. Bauen wir hinten. Und vier. Pyrotheum-Staub. Ich habe doch nicht alles. Warum? Zwei, drei, vier, fünf. Ein Eimer. Eins, zwei, drei, vier. Genau, so möchte ich das. Zwei, drei, vier. 2, 3, 4 und 1, 2, 3. Jetzt kommt hier oben drauf wieder der Spawner. Ich habe eine bisschen repetitive Arbeit hier heute. Das macht aber nichts. Dann kommt die an die Seite. Hast du gerade ein kleines? Oder ein großes? ME-System. Das ME-System ist lahmgelegt. Oh, haben wir keinen Strom mehr? Doch. Input 39. Nee, wir haben keinen Strom mehr. Strom ist alle. Gut, dann schalte ich mal die Dings aus. Die Spawner.
Das ist ein bisschen noch zu viel für uns. Also nächstes Mal dringend Strom machen. Zack. Ich sollte mehr Hebel mitnehmen. Naja. Erstmal muss es so gehen. Jetzt sollte es wieder funktionieren. Jetzt, ja. Ich habe mich gerade schon gewundert. Wir brauchen also Strom. Das ist ja mal eine klare Ansage. So. Und ich weiß noch seine Worte. Jetzt haben wir so viel Strom, die werden wir. Kaum schaltet man hier ein paar Spawner ein, ja, fällt um das ME-System aus. Hast du irgendwie ein bisschen übertrieben mit ein paar Spawner, ne? Wenn du zwei Spawner gebaut hättest, hättest du da 24. Ja. Denk daran, 24-7 lässt es laufen. Ja. Erstmal sind es jetzt vier. Wenn ich noch mal welche kriege, stelle ich noch welche dazu. Und natürlich kommen sie nachher, müssen wir nachher erstmal ausbalancieren, wie viel wir laufen lassen können. Prinzipiell brauchen wir noch mehr. Wir wollen ja auch, dass das was wird. Ja. Also wie ihr seht, habe ich die leeren Plastikkarten schon fertig. Drei. Die vierte müsste jetzt hier drinnen liegen. Die schmeiße ich in meine Säure. Mal weg. Genau, schmeiße ich erstmal in meine Säure rein. Jetzt machst du doch wieder mit Säure? Ja, erst noch die letzten vier, die noch gefehlt hatten. Ach so, fehlten doch noch mehr. Ja, ich brauche noch die Montagebank. Alles klar. Mit der Montagebank können wir dann, hoffe ich mal, besser die Platten machen. Und dann können wir eine Anreicherungskammer machen. Dadurch kann ich den Reaktor besser bauen. Und dann haben wir ein bisschen mehr Strom. Wenn das nicht reicht, müssen wir... Ich werde demnächst anfangen mit dem Mechanismenreaktor. Der müsste eigentlich ja... Ich hoffe, ich habe mir bisher vermieden, in die Config zu gucken, was der so macht. Ich möchte es nicht vorher wissen eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Normalerweise macht er ja auf Faktor 2, das ist 1, macht er ja 200.011, wenn du nichts veränderst weiter. Stromverbraucher, Receiving All und Set und Disabled. So, wir haben jetzt also jede Menge Krams. Was ist jetzt hier wieder? Stuffed Items oder was? Nö, arbeiten. Die Spinnen verstopfen nur wieder alles. Aha, erledigt sich wieder von selbst. Alles klar. Ja, so würde ich mal behaupten, könnten wir jetzt, wenn wir Strom hätten, das können wir wieder ausmachen, könnten wir jetzt Endermänner spawnen. Zack. Das heißt, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Der kann weg. Der kann wieder dahin, das kann wieder da rein. Einmal ein bisschen aufräumen, das Draconic-Schwert brauche ich auch nicht. Dann gucken wir mal, was er hier so getrieben hat. 15 Unclaimed Quest. Oh, Epsilon ist auch eine fertig. Was haben wir denn Epsilon fertig gemacht? Ah, Circuit Breaker. Ah, jetzt hat er den angenommen. Sehr schön. So, das heißt, er hat den ganzen Krams hier unten gemacht. Wunderbar. Ja, ich war flüssig. Ja, mal Questen zwischendurch kann man durchaus mal machen, ne? Die nächste wird dann bisschen Gamma sein, dass ich mich um Gamma noch ein bisschen Rest kümmere. Was davon so geht.
Habe ich die nicht auch schon gemacht? Energie? Die habe ich auch schon gemacht. Das heißt, uns fehlt eigentlich nur noch diese Eye of End. Hier in die Gemstones wahrscheinlich. Enchanted Gravitite, Ambrosium Schatten. Ist eigentlich wahrscheinlich auch nicht das Problem, ne? Ich würde vorschlagen, ich weiß nicht, wie oft es diese wiederholbaren Quests irgendwo gibt. Wenn wir die einmal erledigt haben, ich weiß nicht, ob sie dann nämlich wieder angezeigt wird, dann gilt die für uns aber auch als erledigt. Ne? Also, das muss man halt nur einmal machen, in meinen Augen. Oder? Ja, was soll man das immer wieder machen? Ich meine, selbst wenn er dann wieder zurückspringt auf, man hat nicht, oh, ein Iron Pack, man hat nicht es angeblich erledigt. Aber ich denke, wir werden sie einmal machen. Eine Portal Gun, ja. Das freut mich sogar, muss ich sagen, obwohl man sie einfach auch bauen kann. Aber mich freut es trotzdem. Da hast du ja wieder. Dance Cable. Und eine Kettensäge. Ja, ja. Transfernot. Transfernot Energie. Jetzt hat die auch genommen. Na, sehr schön. Noch eine Quest. Und noch eine Quest. Na. Noch mal ein paar Questen. Oh, ein Sackcube. Das wäre eigentlich was Schönes, aber mittlerweile haben wir ein paar davon. Würde ich mal behaupten, insgesamt 16.000 Stück. 15.500. Okay, aber da brauchen wir eh noch viel mehr von. Denn für das Diacrafting Table braucht man irgendwie, ich glaube, 160.000 Stück oder so. Oh, naja. Ich habe einen Computertisch. Und ein ME-Sicherheitskonsole. Super. So, jetzt sind, aber jetzt bitte endlich meine Leiterplatten fertig. Ich möchte jetzt endlich mal. Ja. Was ich machen möchte, ist. Angel. Fertig. So. Angel Winger? Nee, die sind noch nicht dran. Ich wollte. Da kommt vorher auf jeden Fall der Philosopher Stone. Also Projekt E kommt auf jeden Fall vorher. Mechanism Reaktor. Strom. Weil wir brauchen ja Strom. Wir haben ja immer Stromprobleme. Und dafür bräuchten wir eigentlich. Ne, brauchen wir eigentlich nicht. Wir bräuchten. Lass mal kurz überlegen. Ich bin irgendwann mal lange in eine Richtung geflogen und habe eine Wüste gefunden. Das war schon mal gut. Davon habe ich mir eine Menge gebaut. Kondensatoren, das sind Cyanid. 1, 2, 3. 6. 6 Cyanid und 6 schwarze. Wir machen mal Advanced Control Circuit. Okay. Haben wir natürlich keine von. Wir sind hier unten. Roll nicht, Depp. Advanced Control Circuit. Da machen wir mal 10 Stück von. Start. Ist wieder der Strom gleich alle? Dann haben wir 5, genau. Und das reicht natürlich nicht. Das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen so viele. Ich mache mal 5 und einen Turm. 10 und einen Turm, glaube ich. Das mit dem Zählen ist nicht so meins. Genau, 10 und einen Turm. Das heißt, wir brauchen 22 davon. Bloß nicht zu viele machen. Nein, nein.
22 davon. Dann brauchen wir... Haben wir die schon? Die Solarzellen, die großen? Nein, haben wir nicht. Die bräuchten wir nicht unbedingt, aber sie wären schön. Solarzellen? Ja, aber die von Mechanism. Achso. Das sind diese. Obwohl die nicht so schlimm sind. Die werden wir mal Mechanism. Die werden wir mal bauen lassen. So. Aha. So. Auch nicht. Die vielleicht? Ja. Die brauchen wir. 1, 2, 3. Dann werden wir den bauen müssen. Den bauen wir dann einmal. So. Mechanism. Montage. Da sind sie. Davon bauen wir ein. Start. Und dann haben wir nämlich... Montage Laser. Mechanism. Montage Einheit. Montage Einheit und Montage Bühne. Habe ich. Und Projekt Laser. Wieso baut der mir die nicht? Mag er das nicht? Wow. Da ist er doch. Montage Bühne, Montage Einheit und Montage Laser. Und von dem brauchen wir Programm. Mechanism. Programm Laser. 44 Stück. Wo kann ich mir noch ein bisschen Druck abzweigen? Glass Panes. Brauchen wir noch das Security Update? Glass Panes. Mhm. Machen wir so. Eines Tages werden wir alle Rezepte eingespeichert haben. Und dann geht's los. Ja. Davon 44 Stück, bitte. Montage Laser. Ah, das habe ich mit Grün angelegt. Das ist natürlich auch helle. Mann! Solar. Das ist natürlich Quatsch, ne? Das machen wir natürlich so. Dann nehmen wir Glas. Baines. Start. So, jetzt aber. Eines Tages. Ich sag's dir. Was sagst jetzt du mir? Dass das Modpack noch lange geht und dass wir eines Tages fertig sind. Eines Tages. Ich sehe das noch nicht, dass wir das mal eben durchgehen. So. Jetzt geht's los. Das Schlimme an der Geschichte sind eigentlich die, weil die kosten richtig Strom. Und Strom haben wir gar nicht. Ja. Input 40, Output 82, 62. 82. Oh, hier ist ja eine... Oh, böse Falle. Böse Falle muss beseitigt werden. So, beseitigt. Ja. Er craftet die schnell, das muss man ihm ja lassen.
Ja, wir müssen uns wirklich ganz dringend um Strom kümmern. Und dann können wir hier die Dimlets mal automatisch öffnen, weil wir ja Montagebühne, Montage dieses Dimlet brauchen. Oh oh, das kostet wirklich 2 Millionen 11 pro Tick. Brauchen wir. Für diese Dimension plus den sonstigen Strom. Okay. Also Strom machen. Controller, no found a duplication machine. So. Ich würde aber sagen, ich gucke mir das an. Die Zeit läuft für mich. Ja, und reichen für heute. Ich habe zwar versucht, hier die Maschine aufzustellen, aber irgendwie habe ich hier noch einen. Ein kleines Problem mit den Maschinkas. Was brauchten wir hier? Request-Maschine. Montagebühne habe ich. Montageeinheit. Aber ist die 1 noch dazwischen? Montage. Ja, Montagebühne. Undead Gravity. 3, 5. 7, 9. Double Point. 1, ja. Borosium 64. Vielleicht weiß ja Herr Quissel. Vielleicht hat er das schon mal gesehen oder kann man das übersetzen. Ich habe die letzte Quest für dich gemacht. Wir haben Alpha zu All Quests Complete. Oh. All Quests Complete. Wow. Wenn das jetzt zurückspringt, haben wir ein Video bewahrt. Ja, resettet in 20 Tagen, 19 Stunden. Ja, aber das ist ja jetzt, also mir ist es jetzt egal, weil wir haben es gemacht, muss ich sagen. Ein Full Head, ja. Gut, dann würde ich sagen, wir unterhalten uns beide noch gleich und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.